Herzlich willkommen zu einer Aufrufstour hier in den YouTube-Arkaden in Wuppertal. Und der Aufzug hält nur fährt nur so den Patex und nicht so den so anderen Etagen. Deshalb hat man so den die Ladenstraße oben. Jetzt haben wir auf dem Parkdeck PD Tür so Tür schließt und jetzt fahren wir hoch. ThyssenKrupp Aufzug Baujahr 2001 und der Aufzug fährt ohne Halt zwischen der Etage E1 und PA. Dieser Aufzug hat zwei Türen und auch zwei Tableaus. Der Ein- und Ausstieg auf den Parkplatz erfolgt auf der rechten Tür und der Ausgang, also der Eingang. Der auf Deck 1, auf Deck E1. Erfolg an der linken Tür. Jetzt fahren wir nach unten. Parkdeck B. Moment, wo ist der Aufzug? Da hinten liegt der so Wuppertaler Hauptbahnhof und hier suchen wir den zur Aufzug beziehungsweise die beiden Aufzüge, die als Gruppe fahren. Nein, hier. Wie gut ist die Aufzüge? Also, ich habe gerade schon wieder einen gesehen, der ohne grünen Paarungsweis ist heute nur mit einem Schwert. Ich weiß nicht, wie das hier 1% ist. Und das Einkaufszentrum ist prima. Werden hier stark benutzt. Und der Ding kommt so am Ausgang. Und oberhalb der Tür
gibt es eine so analoge Etagenanzeige. Dieser Aufzug hält an allen Etagen. Im Gegensatz zu dem so Expressaufzug, der nur zwischen der so ohne Halt zwischen den Parkebenen und dem und der Ebene E einfährt. Wo kommt der? Auf welchen Deck sind wir hier eigentlich? Deck B. Die Aufzüge in den Shops werden wir nicht filmen. Es gibt bei so Reservet und auch bei H&M einen Aufzug. Also die werden wir nicht filmen. Jetzt kommen wir jetzt auf die Etage 2, auf die Ebene E2, Erdgeschoss 2. Parkdeck D. Ich steige jetzt hier aber raus. Auf allen Etagen gibt es manuelle analoge Etagenanzeiger und drinnen in der Kabine gibt es natürlich eine digitale Etagenanzeige, die man jetzt auch von den meisten anderen auch sehen kennt. Und wir werden auch nicht mit den Lastenaufzügen hier im Center fahren, weil wir einfach keine schnellen Genehmigung haben. Das ist ständig. Ich weiß nicht, wie haut ihr nicht zurück den Aufzügen. Aufgrund von Überschwemmungen ist die Etage E1 im westlichen Bereich wohl gesperrt. Sicher, super klar. Hier bei Reservet gibt es hier auch einen Aufzug, weil ich habe mit diesem Farben nach dieser gemacht wird. Ja, wir essen so gerne. Sehen wir, dass man hier drin so filmt. Aber hier vorne rechts gibt es einen Aufzug. Ist leider außer Betrieb. Das kann nicht wahr sein. Out of order. Elevator ist out of order. Da gibt es hier einen Tempel Aufzug. Das kann nicht sein. Lara?
Ich gebe das nur. Wir werden noch einen Aufruf, die einfach so haben. Aber die nicht in Beinen, die sind bisher gewonnen. Schade. Ich denke mal, dass das mit den so geübbaren Schwemmungen zu tun hat. Und auch die. Ah, da unten. Auch die Rolltreppen sind außer Betrieb. Aber wir werden jetzt hier bei Online reingehen und sofort zum Aufzug gehen. Auch dieser Aufzug ist außer Betrieb. Mist. Schade. Mal werden wir doch eben einen so ja, Reserve treffen. Dann haben wir so einen so richtigen Aufzugführer. Ich denke mal, dass die Aufzüge bei Reserve funktionieren. Ich frage mich, wie man so bei E3 zum Center Manager auf die Ebene 3 kommt. Denn die Rolltreppen führen nur. Mit der Rolltreppe kann man nur bis zur Etage 2 fahren. Und darüber kann man nur mit Treppen laufen. Mit Service. Und mit der letzte Chance. Wir haben hier wohl gar keinen Aufzug mehr, oder? Nein. Wir haben gar keinen Aufzug mehr. Aufzug. Weil hier beim Reserve gibt es doch keinen Aufzug. Irgendwie konnte ich hier den nicht finden. Oder wurde er versteckt? Von Wagen kann er blockiert. Oder war das irgendwo gelaufen? Kein Aufzug. Hier wird gefährlich. Das kann nicht sein. Ah, das führt die Tür. Die müssen hier diese Prozentaufzüge. Das sind die, die leider nicht wegfehlen auf die Aufzüge. In der Rettung von 3. Ah, jetzt sind wir auf Etage 1. Nee, E2. Nee, E2 genau. E2, nicht E1. Und bei Reserve gibt es noch einen Aufzug. Und auch bei H&M und innerlich bei H&M ist noch geschlossen. Der Aufzug ist hier außer Betrieb. Und wir schauen jetzt, ob der Aufzug hier, der Mini-Aufzug, funktioniert am Ausgang Hauptbahnhof. Ich bin hier schon seit 30 Minuten. Hochtaste. Bitte. Ich bin gespannt, ja? Etage E. Diese Flugtaste funktioniert nicht. Unser Aufzug ist nur zwischen den Etagen E1 und E2. Und ich beende das Video jetzt.